wuseliges Wirtschaften an einem mächtigen Fluss, isometrische Perspektive und riesige Monumentalbauten. Wer Aufbauspiele nicht erst seit gestern spielt und das neue Nebuchadnezzar anwirft, der fühlt sich gleich an diesen Klassiker erinnert. Genau an Pharao. Das kam schon 1999 raus, Entwickler war damals Impression Games, auf deren Konto auch die geniale Cäsar-Reihe geht. Doch während Pharao in Ägypten spielt und sich zum Beispiel die Nilhochwasser auf unsere Nahrungsversorgung auswirken, hat Nebuchadnezzar das uralte Mesopotamien als Setting, also das Reich zwischen Euphrat und Tigris. Das Spielprinzip könnt ihr grundsätzlich mit einem Anno vergleichen. Alle Gebäude brauchen Straßenanbindungen, Farmen benötigen fruchtbares Land, produzierte Waren müssen abgeholt und unter die Bevölkerung gebracht werden. Die wiederum besteht aus drei Schichten, nämlich Arbeitern, Bürgern und Adeligen. Und alle drei Gruppen stellen immer mehr Forderungen. Wenn ihr sie mit hochwertigen Waren versorgt, verbessern sich automatisch ihre Häuser und mehr Mitbewohner trudeln ein. Allerdings müsst ihr euch viel mehr um die Lagerhaltung und den Transport kümmern als in Anno. Denn jeder Rohstoff und jede Fertigware braucht eine eigene Karawane, die das Gut zum nächsten Lager bugsiert. Das ist sozusagen die Langstreckenversorgung. Eure Bewohner holen sich das gewünschte Zeug außerdem nicht selber am Markt ab, sondern lassen es sich liefern. Jeder Markt hat also Träger, die eine Ware vom Lager zum Markt holen, sowie Verkäuferinnen, die eure festgelegte Route abklappern und Milch, Brot, Fische, Datteln, Kupferschmuck und Co. an ihre Kundschaft verticken. Aber eben immer nur eine festgelegte Ware pro Verkäuferin. Von ihren Einnahmen seht ihr übrigens nichts, ihr bekommt weder Steuern noch Verkaufseinnahmen, sondern finanziert neue Bauwerke ausschließlich über den Außenhandel. Dazu kommen wir nachher noch. Weil ihr euren Karawanen und Verkäuferinnen immer nur eine Ware und Route zuweisen könnt, müsst ihr ständig einzeln nachjustieren. Hier erweitern wir zum Beispiel ein Stadtviertel und müssen am Marktplatz die Route vergrößern. In diesem Fall für Brot, Milch und Tonkrüge, bei Adligen können es sogar 8 Warentypen werden. Ihr könnt Routen zwar kopieren, trotzdem ist bei jedem neuen Wohnhausblock das nervige Routenanpassen angesagt. Streckenweise wird aus dem Aufbauspiel ein Lagerhaus-Marktplatz-Walking-Simulator. Hinzu kommt, dass ihr euch auch genau um jedes einzelne Lager kümmern solltet. Denn ein Lager fasst nur 36 Wareneinheiten, ist also schnell mal verstopft. Also müsst ihr festlegen, welche Mengen von welcher Ware erlaubt sind, ob ein Lager von Karawanen nur gefüllt oder geleert werden darf und so weiter. Für Logistikfans ist das ein Eldorado, aber wer am liebsten aufbaut und sich nicht groß um Lagerhaltung kümmern mag, kann hier schnell mal überfordert werden. Nebuchadnezzar spielt sich kleinteiliger und fummeliger als Pharao und vor allem als Anno 1800. Jede Produktionsstätte braucht Arbeitskräfte, logisch. Die wiederum bekommt ihr aus den Bewohnern der jeweiligen Bevölkerungsschicht. Für die Getreidefarm hier braucht ihr nur Arbeiter, zum Bierbrauen hingegen schon Bürger. Auch dabei ist viel Feinjustieren möglich, zum Beispiel über die Ackerlandgröße oder die Arbeiterzahl. Apropos Ackerland. Wie gesagt, gibt es keine Nilüberschwemmungen wie in Pharao, die eure Ernte stark beeinflussen würde. Dafür hat Nebuchadnezzar Bewässerungskanäle, die ihr über Wasserräder befüllt. In diesem Szenario haben wir eigentlich genug grünes Land, wir wollen euch das Prinzip nur mal zeigen. Und ihr seht schon, das ist ein ganz schönes Gefummel, weil ihr zum Bewässern längerer Kanalstrecken viele Wasserräder braucht, die aber nicht überall ans angefranste Ufer passen. Um das Prestige eurer Stadt zu erhöhen, errichtet ihr große, ja riesige Tempel sowie einen Palast. Beide Bauwerke könnt ihr entweder als Standardausführung automatisch bauen lassen oder ihr fügt Ornamente, Bemalung, Türmchen, Treppchen, Torbögen und so weiter selber ein. Das bringt aber nur optisch was, eure Prestigepunkte werden dadurch nicht besser als bei einem Bau von der Stange. Wichtig ist nur, dass ihr die Mindestfläche bebaut und die geforderte Höhe erreicht, hier sind es 9 Stockwerke. Das Bauen solcher Monumente ist aber arg simpel. Ihr müsst lediglich ein Baulager an die Baustelle flanschen und über Karawanen mit Ziegeln versorgen. Ihr braucht weder Arbeitskräfte noch besondere Materialien wie Granit, Marmor oder Ytongsteine. Auch die Animationen sind schwach, es gibt einfach keine. Das Monumentebauen passt überhaupt nicht zum Rest des Spiels. Es ist komplexer, 2 Straßenblöcke mit Milch und Brot zu versorgen, als so ein Jahrtausendmonument hochzuziehen. Zum Vergleich, im fast 22 Jahre alten Pharao waren Pyramiden wirklich noch Mammutaufgaben, die eine ausgeklügelte Logistik- und Baumaterialversorgung brauchten. Und die riesigen, wuseligen Baustellen waren so cool anzusehen, dass wir einfach nur stolz zugucken wollten. Fertige Tempel und Paläste bringen uns wie gesagt einen Batzen Prestigepunkte.
Und die brauchen wir wiederum, um über unser Hafengebäude mit anderen Städten zu handeln. Ohne den Handel kommen wir nämlich nicht weit. Zum einen ist er unsere einzige Einnahmequelle, zum anderen bekommen wir nur über den Wasserweg diejenigen Rohstoffe, die wir selber nicht abbauen können. Etwa Kupfer und Gold für Schmuck oder Holz für Möbel. Auch dabei ist wieder viel Feintuning gefragt. Ihr wisst schon, jede Ware einzeln und so. Sonderlich spektakulär ist das alles auch nicht, den Handel managen wir nur über dieses Menü und die Frachtboote dümpeln dann von dannen. Der riesige Palast, den wir hier mit 12-facher Spielgeschwindigkeit automatisch bauen lassen, bringt uns einen besonders dicken Prestigepunktebrocken. Der schaltet gleich zwei Städte für den Handel frei, nämlich Babylon und Salamis. Das Spiel hat jede Menge Deko-Elemente, die sich nicht nur für Schönbauer lohnen. Eure Bewohner wollen nämlich nicht nur Waren, sondern auch eine schnieke Umgebung. Und da helfen natürlich Statuen, Schmuckwege und Blümkes. Aber übertreibt es nicht mit dem Schönbauen, denn Platz ist in Nebuchadnezzar oft Mangelware. Je höher eine Bevölkerungsschicht, desto mehr Wert legt sie auf eine charmante Umgebung. Jupp, die Entwickler haben das wirklich Charme genannt. Im Gegensatz dazu steht der Verschmutzungsgrad durch eure Industrie. Eine Ziegelei verursacht zum Beispiel mehr Dreck als eine Schneiderei. Das System aus Charme und Verschmutzung ist allerdings eher nervig als bereichernd, denn beides gilt nicht regional wie bei einer Anno 1800 Insel, sondern für jedes Gebäude einzeln. Wir müssen also dauernd zwangsweise Schmuckelemente an Wohnhäuser antackern. Da hätten die Entwickler mal besser mehr in die Produktionsketten investiert. Die bestehen nämlich aus maximal drei Gliedern, nämlich bei Flachs, Stoff, Kleidung. Alle anderen Waren brauchen nur einen einzigen Rohstoff und die meisten davon können wir lediglich importieren. Zur besseren Übersicht können wir für jede Ware und Ressource Statistiklayer einblenden, die uns schick die Produktion, den Verbrauch und den Konsum anzeigen. Weil die Lager offen einzusehen sind, erkennt man auch gut, wo gerade was herumliegt und wo wir eingreifen sollten. Das Ganze gibt's auch nochmal in Zahlenform. Das ist allerdings deutlich unübersichtlicher. Und es hat lange gedauert, bis wir ein Gefühl für die Produktionsverhältnisse bekommen haben. Denn anders als bei Anno gibt es zum Beispiel keine Angaben, wie schnell eine Ressource fertiggestellt und weiterverarbeitet wird. Zumal die Ernten auch jahreszeitenabhängig sind. Falls ihr euch gewundert habt, warum wir euch die ganze Zeit dieselbe Stadt zeigen, wir haben uns für ein Einzelszenario entschieden, weil die 13-teilige Kampagne erst nach und nach alle Gebäude freischaltet. Und nicht wirklich spannend ist. Oft müsst ihr nämlich nur eine bestimmte Einwohnerzahl beherbergen und Adlige sammeln, sowie einen Tempel und Palast bauen. Die Hauptherausforderung ist meist der knappe Bauplatz, vor allem fruchtbares Land. Immerhin kommen neue Baustile für die Monumentalbauten dazu, bis hin zu den hängenden Gärten von Babylon. Abgesehen von solchen Warenanforderungen anderer Städte oder eures Herrschers gibt es auch keine besonderen Ereignisse. Keine Katastrophen wie Feuer oder Krankheiten, keine Kämpfe. Und sobald der Handel einmal angelaufen ist, braucht ihr euch auch keine Geldsorgen mehr zu machen. Und ihr benötigt zum Bauen nur Geld, keine Materialien. Eigentlich sollten zum Release am 17. Februar schon Szenarios mit an Bord sein, doch die werden jetzt nachgeliefert. Unsere Stadt haben wir daher auf einer leeren Karte aus dem Steam-Workshop hochgezogen. Entwickler Nepos Games will das Spiel aber weiter verbessern und auf das Feedback der Spieler hören. Wir wünschen uns vor allem abwechslungsreichere Szenarios, die den oft gleichen Ablauf aufbrechen. Da dürfte aber auch einiges von Modern kommen. Löblich ist dafür das Tutorial, das ihr in den ersten 5 Kampagnenmissionen absolviert. Es vermittelt außerdem einiges geschichtliches Hintergrundwissen. Infos über die Spielmechanik könnt ihr auch in der Ingame-Anleitung finden. Nebuchadnezzar ist zwar nett anzuschauen, liegt aber technisch eher auf dem Niveau eines höher aufgelösten Pharao. Wenn wir nah heranzoomen, wird's leicht unscharf. Die Produktionsstätten sind spartanisch animiert und Einwohner werden nur beim Ein- oder Auszug gezeigt. In fast keinem Betrieb arbeitet tatsächlich jemand. Lediglich die Schubkarrenfahrer, Verkäuferinnen und Karawanen bevölkern die Besiedlung. Es gibt keine Sprachausgabe und der Sound ist einfach eine Ambient-Schleife, die sich viel zu schnell wiederholt. Kommen wir zum Fazit. Nebuchadnezzar ist eine solide Wirtschaftssimulation mit einem noch nicht ausgelutschten Setting. Es ist gut für Spieler, die gerne an einem perfekten Stadtlayout und Lagermanagement feilen und denen es nichts ausmacht, oft jede einzelne Warenroute neu zu justieren.
Für alle, die schon Pharao mochten, ist Nebukadnezar ein netter Zeitvertreib, auch wenn es nie die Größe und Klasse eines Pharao erreicht. Wer aber eine abwechslungsreiche Kampagne will, moderne Grafik braucht oder komplexe Produktionsketten, für den ist Nebukadnezar kein guter Tipp. Wartet dann lieber auf das Pharao-Remake A New Era, das ebenfalls 2021 erscheinen soll.